Das Bild, Leute, kommt bald dahin. Dazu geht's hin. What's up, Leute, wie geht es euch? Ist das Auto zu? Ja. Sorry. Wir fahren jetzt zu Aldi. Meine Frau will unbedingt zu Aldi, denn dort ist was? Die deutsche Woche. Und sie will schon die ganze Woche, aber da ich ja so viel fahre und so kaputt bin und so früh raus muss, dachte ich mir, verschiebe ich das einfach schön auf Freitag. Und ist perfekt. Aber jetzt hat sich noch spontan was ergeben. Denn ein bestimmter Gast, nicht direkt unser Gast, aber den kennt ihr auf jeden Fall alle. Der ist wieder da in Florida seit gestern. Ich wusste, dass er kommt. Wir wussten es nur nicht, dass wir heute noch was machen. Morgen wollen wir auf jeden Fall was machen. Und dann, ihr seht noch, wer das ist. So, Leute, wir sind bei Aldi angekommen. Guckt euch das mal an. Normalerweise in Amerika sind ja die Einkaufswagen einfach kostenlos. Man muss nichts reinschieben wie in Deutschland, aber hier bei Aldi muss man ein Quarter reinschieben. Wisst ihr, Leute, was hier typisch bei Aldi ist? Es gibt keine Tüten umsonst, wie wir es sonst gewohnt sind, und keiner packt uns das ein. Das wollte ich euch unbedingt mal zeigen, Leute. Guck mal, so lebt man auch in Florida. Also nicht, dass ihr denkt, es ist alles hier paradiesisch. Hier sogar mit, habt ihr gesehen, sogar mit Gittern am Fenster. Wir sind wieder zu Hause. Das haben wir alles gekauft bei Aldi in Florida. Frau packt jetzt ein. Django sabbert, weil er ein Geier ist. Bist du ein Geier? Bist du ein Geier? Ein Geier? Was hat das alles kostet? $93? Ja, $93. Meine Frau meinte so Prosciutto und so. Lachs ist richtig günstig. Also im Vergleich zu Publix oder so. Aber was mir überhaupt nicht gefällt dort, Leute, und das ist einfach nur, weil ich mich dran gewöhnt habe, ist der Service, den man kriegt. Zum Beispiel bei Publix, das ist einfach nur einzigartig. Hier muss man alles selber tun und wie man es aus Deutschland halt kennt, aber für mich ist das halt ungewohnt. Und ich liebe den Service, den ich kriege bei Publix. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was
wir bestellt haben. Oh, Django hast gefurzt. Hm? Puh. So, das ist. Das sind solche. Lutsch. Ist das Lutschbonbons? Ja. Und wenn man so ein Ding lutscht, dann schmecken saure und süße Dinge anders, oder also, wie ist das? Ja, du schmeckst einfach Dinge ganz anders, umgekehrt. Also zum Beispiel, wenn ihr dann eine Limette esst, einfach so, die eigentlich sehr sauer wäre, dann schmeckt es richtig gut, süß oder so. Da machen wir auch mal eine Challenge von, Leute. So, wir packen jetzt aus und dann geht's in die Wygress Mall, unsere Stammkneipe. Kennt ihr unsere Stammkneipe? Schreibt mal in die Kommentare, was das ist. Wir sind jetzt in der Wiregrass Mall. Jetzt gehen wir zu unserer Stammbar und gucken mal, wer gleich hier vorne sein wird. Was denkt ihr, wer es ist, Leute? Wer ist das? Volcharo? Als Fit? Auch? Alles gut. Hi. Alles gut auch von dir? Ja, nochmal. Ist das dein Schlitten, der Schwarze? New Yorker? Ist jetzt New Yorker oder was? So, wir sind fertig. Wir gehen jetzt zum Auto. Dann fahren wir zu uns. Mit Volkan. War schön, ihn wiederzusehen, ne Schatz? Hier steht der BMW und jetzt fahren wir zu uns, Leute. Was machst du? Warum stehst du da? Hast du Angst? Vor Kneti? Volkan präsentiert uns sein neues Auto. Der Volker? Ich will, mich wirklich. Schatzi. So, ich denke, ihr wollt bestimmt so ein Carporn sehen, oder? Von der Karre hier. Viel Spaß. Ja, fein, ist fein. Seht ihr, wie Django abgeht? Ja. Ja, fein. Falls ihr euch jetzt fragt, warum Django nicht rausgelassen wird, wir wollen nicht, dass der Volkan einsaugt.